von da an fiel es ihm nicht mehr schwer, mit der Realität der dritten Aufmerksamkeit umzugehen. Das einzige Hindernis auf seinem Weg rührte von seiner tiefen Überzeugung her, dass die Regel eine Landkarte sei, auf der er, wie er meinte, eine tatsächliche Öffnung in der Welt, einen Durchlass suchen müsse. Irgendwie war er unnötig auf der ersten Ebene der Entwicklung eines Kriegers stehen geblieben. Don Juans Bemühungen als Führer und Lehrer zielte folglich darauf, den Lehrlingen und besonders mir zu helfen, seinen eigenen Fehler zu vermeiden. Bei uns gelang es ihm, uns durch die drei Stadien der Entwicklung eines Kriegers zu geleiten, ohne eines von ihnen übermäßig zu betonen. Zuerst leitete er uns an, die Regel als eine Landkarte aufzufassen. Dann leitete er uns an, zu begreifen, dass man eine überlegene Bewusstheit erreichen kann, eben weil es so etwas gibt. Und schließlich geleitete er uns zu einem wirklichen Durchlass in jene andere verborgene Welt der Bewusstheit. Um uns durch das erste Stadium zu geleiten, nämlich zum Akzeptieren der Regel als Landkarte, zog Don Juan jenen Teil der Regel heran, der vom Nagual und seiner Aufgabe handelt, und zeigte uns, dass es dabei um zweifelsfreie Tatsachen geht. Dies gelang ihm, indem er uns, während wir uns im Zustand gesteigerter Bewusstheit befanden, eine uneingeschränkte Interaktion mit den Mitgliedern seiner Gruppe gewährte, die die lebenden Personifikationen der 8 Menschentypen waren, wie die Regel sie beschreibt. In der Interaktion mit ihnen wurden uns komplexere und umfassendere Aspekte der Regel offenbart, bis wir zu erkennen vermochten, dass wir im Netz von etwas gefangen waren, das wir uns anfangs als einen Mythos vorgestellt hatten, das aber im Wesentlichen eine Landkarte war. Don Juan sagte, in dieser Hinsicht sei seine eigene Entwicklung genauso verlaufen wie die unsere. Sein Wohltäter hatte ihm geholfen, dieses erste Stadium hinter sich zu bringen, indem er ihm die gleiche Art der Interaktion ermöglichte. Zu diesem Zweck ließ er ihn zwischen der rechten und der linken Seite der Bewusstheit hin und her wechseln, genau wie Don Juan es mit uns gemacht hatte. Auf der linken Seite machte er ihn mit den Mitgliedern seiner eigenen Gruppe bekannt, mit den 8 weiblichen und 3 männlichen Kriegern und den 4 Kurieren, die alle, wie es der Vorschrift entspricht, die perfekten Beispiele der in der Regel beschriebenen Typen waren. Sie kennenzulernen und mit ihnen zu verkehren, hatte eine erschütternde Wirkung auf Don Juan. Nicht nur zwang es ihn, die Regel als wirklichen Führer zu begreifen, sondern es ließ ihn auch die Ungeheuerlichkeit unserer unbekannten Möglichkeiten erkennen. Er sagte, zu der Zeit, als alle Mitglieder seiner eigenen Gruppe versammelt waren, habe er sich schon so tief auf den Weg des Kriegers eingelassen gehabt, dass er es als selbstverständlich hinnahm, dass jene sich, ohne ersichtliches Zutun von irgendeiner Seite, als vollkommene Kopien der Krieger seines Wohltäters erwiesen. Die Ähnlichkeit ihrer persönlichen Vorlieben, Abneigungen, Bindungen und so fort war nicht das Produkt der Nachahmung. Don Juan sagte, dass sie, wie die Regel vorschrieb, bestimmte Menschengruppen angehörten, die den gleichen Input und Output hatten. Die einzigen Unterschiede zwischen den Mitgliedern ein und derselben Gruppe seien ihre Stimmhöhe und der Klang ihres Lachens. Wenn Don Juan mir erklären wollte, welche Wirkung die Interaktion mit den Kriegern seines Wohltäters auf ihn gehabt hatte, erzählte er von dem sehr bedeutsamen Unterschied zwischen seinem Wohltäter und ihm selbst. Hinsichtlich der Art, wie die beiden zu je eigenen Auslegungen der Regel gelangten und wie sie andere Krieger anleiteten und lehrten, sie als eine Landkarte aufzufassen. Er sagte, dass es 2 Arten von Auslegungen gäbe, nämlich die allgemeinen und die individuellen. Allgemeine Auslegungen sind jene Sätze, die den Kodex der Regel bilden. Ein Beispiel wäre etwa die Aussage, dass der Adler sich nicht um die Taten des Menschen kümmert und dennoch dem Menschen einen Durchlass zur Freiheit bietet.
Eine individuelle Auslegung dagegen ist eine zeitbedingte Schlussfolgerung, zu der die Sehenden ausgehend von den allgemeinen Auslegungen gelangen. Ein Beispiel wäre der Satz, dass ich, gerade weil der Adler sich nicht um mich kümmert, dafür sorgen muss, dass meine Chancen, die Freiheit zu gewinnen, sich verbessern, womöglich durch die Hingabe meiner selbst. Wie Don Juan sagte, unterschieden er und sein Wohltäter sich erheblich hinsichtlich des Zeitplans, nachdem sie Schutzbefohlene leiteten. Sein Wohltäter, so sagte Don Juan, war von strengem Wesen. Er führte ihn mit eiserner Hand und getreu seiner Überzeugung, dass es beim Adler nichts geschenkt gab, tat er niemals unmittelbar etwas für andere. Vielmehr half er allen, sich selbst zu helfen. Er glaubte, dass das Freiheitsgeschenk des Adlers keine Mitgift sei, sondern eine Chance, seine Chance zu nutzen. Don Juan erkannte wohl die Methode seines Wohltäters als verdienstvoll an, war aber doch nicht damit einverstanden. Später, als er auf sich allein angewiesen war, sah er, dass damit kostbare Zeit vergeudet wurde. Ihm erschien es als vordringlicher, jeden Einzelnen in eine bestimmte Situation zu stellen und ihn zu zwingen, diese zu akzeptieren, statt zu warten, bis er bereit wäre, von sich aus der Situation ins Auge zu blicken. Dies war seine Methode, die er bei mir und bei den anderen Lehrlingen anwandte. Die Situation, in der dieser Unterschied in der Führung für Don Juans größte Bedeutung gewann, war die von der Regel vorgeschriebene Interaktion, die er mit den Kriegern seines Wohltäters hatte. Die Regel befahl, dass der Wohltäter für Don Juan zuerst eine Nagualfrau und dann erst eine Gruppe von 4 Frauen und 4 Männern finden musste, die seinen Kriegertrupp bilden sollten. Sein Wohltäter sah, dass Don Juan nicht genügend persönliche Kraft hatte, um die Verantwortung für eine Nagualfrau zu übernehmen. Er kehrte also die Reihenfolge um und bat die 4 Frauen seiner eigenen Gruppe, zuerst die 4 Frauen und dann die 4 Männer für Don Juan zu finden. Don Juan gestand mir, dass er von der Vorstellung einer solchen Umkehrung der Reihenfolge begeistert war. Er fasste die Sache so auf, als stünden diese Frauen ihm zur Verfügung und dies bedeutete für ihn sexuelle Verfügung. Dass er solche Erwartungen seinem Wohltäter enthüllte, war sein Untergang. Denn dieser brachte Don Juan sofort mit den Männern und Frauen seines Trupps zusammen und ließ ihn allein mit ihnen interagieren. Für Don Juan war die Begegnung mit diesen Kriegern eine echte Feuerprobe, nicht nur, weil sie absichtlich rau und rücksichtslos mit ihm umgingen, sondern auch, weil diese Begegnung ihrem Wesen nach ein Durchbruch sein soll. Don Juan sagte, dass die Interaktion auf der linken Seite der Bewusstheit wie eine Oase sei und nicht stattfinden könne, solange nicht alle Beteiligten gemeinsam in diesem Zustand sind. Dies war auch der Grund, warum er uns nicht in die linksseitige Bewusstheit eintreten ließ, außer wenn es um die Interaktion mit seinen Kriegern ging. Das gleiche Verfahren hatte auch sein Wohltäter bei ihm eingehalten. Don Juan gab mir einen kurzen Bericht über seine erste Begegnung mit den Mitgliedern der Gruppe seines Wohltäters. Er glaubte, ich könne seine Erfahrung vielleicht als Beispiel dafür werten, was ihm bevorstand. Er sagte, die Welt seines Wohltäters sei von wunderbarer Ebenmäßigkeit gewesen. Die Mitglieder seines Trupps waren allesamt indianische Krieger aus allen Teilen Mexikos. Zu dieser Zeit, als er ihnen begegnete, lebten sie in einer entlegenen Bergregion im Süden Mexikos. Als Don Juan bei ihrem Haus anlangte, traten ihm 2 ganz identische Frauen entgegen, die größten Indianerinnen, die er je gesehen hatte. Sie waren mürrisch und gehässig, hatten aber angenehme Gesichter. Als er versuchte, zwischen ihnen zu gehen, drängten sie ihn zwischen ihre riesigen Bäuche in die Enge und packten seine Arme und begannen ihn zusammenzuschlagen. Sie warfen ihn auf den Boden und setzten sich auf ihn, wobei sie ihm beinahe die Rippen eindrückten. Sie hielten ihn über 12 Stunden lang bewegungslos fest, während sie improvisierte Verhandlungen mit seinem Wohltäter führten, der die ganze Nacht auf sie einreden musste, bis sie endlich am frühen Vormittag bereit waren,
Don Juan aufstehen zu lassen. Was ihm am meisten Angst machte, so sagte er, war die Entschlossenheit, die sich in den Augen dieser Frauen zeigte. Er glaubte schon, es sei um ihn geschehen und sie würden auf ihm hocken bleiben, bis er tot wäre, wie sie ihm angekündigt hatten. Normalerweise wäre nun eine Wartepause bis zur Begegnung mit den nächsten Kriegern angebracht gewesen. Aber da sein Wohltäter die Absicht hatte, ihn mit ihnen allein zu lassen, wurde Don Juan sofort mit den anderen bekannt gemacht. Er lernte sie alle an ein und demselben Tag kennen und alle behandelten sie ihn wie Dreck. Sie behaupteten, er sei nicht der geeignete Mann für den Job, er sei zu ungehobelt und zu blöde. Jung, aber bereits senil geworden. Sein Wohltäter brachte die besten Argumente zu seiner Verteidigung vor. Er sagte ihnen, dass sie in der Lage wären, diesen, seinen Zustand zu ändern und dass es für sie und für Don Juan die größte Freude bedeuten sollte, sich auf diese Herausforderung einzulassen. Don Juan sagte, sein erster Eindruck habe sich als richtig erwiesen. Denn von nun an gab es für ihn nur noch Mühe und Plage. Die Frauen sahen, dass Don Juan aufsässig war und dass ihm nicht zuzutrauen war, dass er die komplizierte, heikle Aufgabe, 4 Frauen zu führen, erfüllen konnte. Da sie selbst Sehende waren, entwickelten sie ihre eigenen individuellen Auslegungen der Regel und beschlossen, dass es für Don Juan nützlicher wäre, wenn er zuerst die 4 männlichen Krieger und dann die 4 weiblichen bekäme. Don Juan sagte, ihr Sehen habe sich als richtig erwiesen, denn um es mit Frauen aufzunehmen, müsse ein Nagual imstande einer beispiellosen persönlichen Kraft sein, in einem Zustand der Überlegenheit und Selbstbeherrschung, in dem menschliche Gefühle nur noch eine minimale Rolle spielen, ein Zustand, der damals für ihn unvorstellbar war. Sein Wohltäter unterstellte ihn der direkten Aufsicht seiner 2 westlichen Frauen, den wildesten und kompromisslosesten Kriegerinnen von allen. Don Juan sagte, dass alle westlichen Frauen der Regel zufolge wahnsinnig seien und betreut werden müssten. Durch die Härten des Träumens und Pirschens verlieren sie ihre rechte Seite, ihren Verstand. Ihr Verstand brennt einfach aus, weil ihre linksseitige Bewusstheit so außerordentlich scharf ist. Sobald sie ihre vernünftige Seite verloren haben, sind sie unübertroffene Träumer und Pirscher, denn sie haben keinen rationalen Ballast mehr, der sie behindern könnte. Diese Frauen, so sagte Don Juan, heilten ihn von seiner Geilheit. 6 Monate lang hing er wie ein zum Räuchern aufgehängter Schinken in einem Geschirr an der Decke ihrer bäuerlichen Küche, bis er gründlich von allen Gedanken an Gewinn und persönliche Befriedigung gereinigt war. Don Juan erklärte, ein Ledergeschirr sei ein hervorragendes Mittel, um gewisse Krankheiten zu heilen, die nicht physischer Art sind. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass die Aussichten einer echten Reinigung umso besser sind, je länger der Betreffende in der Schwebe hängt und je länger er in der Luft hängend daran gehindert wird, den Boden zu berühren. Während er von den westlichen Kriegerinnen gereinigt wurde, widmeten sich die übrigen Frauen der Aufgabe, die Männer und Frauen für seinen Trupp zu finden. Es dauerte Jahre, bis dies vollbracht war. Daher war Don Juan während dieser Zeit gezwungen, sich allein mit den Kriegern seines Wohltäters auseinanderzusetzen. Don Juan empfand die Gegenwart dieser Krieger und seinen Kontakt mit ihnen als so überwältigend, dass er glaubte, sich niemals von ihnen befreien zu können. Die Folge war sein totales und wortgetreues Befolgen der Regel. Don Juan sagte, er habe unwiederbringliche Zeit damit verbracht, über die Wahrheit eines wirklichen Durchgangs in die andere Welt nachzudenken. Solche Bedenken hielt er nun für Fallstricke, denen man um jeden Preis ausweichen müsse. Um mich davor zu bewahren, ließ er mich meine vorgeschriebenen Interaktionen mit den Mitgliedern seiner Gruppe absolvieren, während ich durch die Anwesenheit Lagordas oder eines anderen Lehrlings geschützt war. In meinem Fall war die Begegnung mit Don Juans Kriegern das Endresultat einer langen Entwicklung. In meinen alltäglichen Gesprächen mit Don Juan wurde keiner von ihnen jemals erwähnt. Ich wusste von ihrer Existenz
nur durch die Regel, die er mir abschnittweise offenbarte. Später gab er zu, dass sie existierten und dass ich ihnen eines Tages begegnen müsse. Auf diese Begegnung bereitete er mich vor, indem er mir allgemeine Instruktionen und Hinweise gab. So warnte er mich etwa vor einem geläufigen Missverständnis, nämlich der Überschätzung der linksseitigen Bewusstheit, das heißt davor, sich durch ihre Klarheit und Kraft blenden zu lassen. Im Zustand der linksseitigen Bewusstheit zu sein, so sagte er, bedeutet nicht, dass man sofort von seiner Torheit befreit wäre. Es bedeutet lediglich eine erweiterte Fähigkeit der Wahrnehmung, eine größere Fähigkeit zu verstehen und zu lernen und vor allem eine größere Fähigkeit zu vergessen. Als die Zeit herankam, den Kriegern seines Trupps zu begegnen, gab Don Juan mir eine knappe Schilderung der Truppe seines Wohltäters, wiederum nur als ungefähre Richtschnur zu meinem eigenen Gebrauch. Die Welt seines Wohltäters, so sagte er, mochte einem außenstehenden Beobachter so erscheinen, als bestünde sie aus 4 Haushalten. Der erste umfasste die südlichen Frauen und den Kurier des Nagual, der zweite die östlichen Frauen, den Gelehrten und einen männlichen Kurier, der dritte die nördlichen Frauen, den Mann der Tat und einen weiteren männlichen Kurier und der vierte die westlichen Frauen, den Mann hinter den Kulissen und einem dritten männlichen Kurier. Dann wieder schien diese Welt aus Gruppen zu bestehen. Da gab es eine Gruppe von 4 grundverschiedenen älteren Männern, nämlich Don Juans Wohltäter und seine 3 männlichen Krieger. Dann gab es eine Gruppe von Männern, die einander sehr ähnlich waren, nämlich die Kuriere. Eine Gruppe bestehend aus 2 Paaren von anscheinend identischen weiblichen Zwillingen, die zusammenlebten, nämlich die südlichen und die östlichen Frauen. Und 2 weiteren Paaren anscheinend Schwestern, nämlich die nördlichen und westlichen Frauen. Doch keine dieser Frauen war mit einer anderen blutsverwandt. Sie sahen sich nur ähnlich, und zwar wegen der ungeheuren persönlichen Kraft, die Don Juans Wohltäter besaß. Don Juan schilderte die südlichen Frauen als 2 Mammuts, schrecklich anzusehen, aber sehr freundlich und warmherzig. Die östlichen Frauen waren sehr schön, frisch und lustig, eine wahre Wonne für Augen und Ohren. Die nördlichen Frauen waren sehr weiblich, eitel, kokett, um ihr Alter besorgt, aber auch furchtbar direkt und ungeduldig. Die westlichen Frauen waren manchmal verrückt, dann wieder waren sie der Begriff von Ernsthaftigkeit und Zielstrebigkeit. Sie waren es, die Don Juan am meisten zu schaffen machten. Weil er die Tatsache, dass sie so vernünftig, freundlich und hilfsbereit waren, nicht mit der Tatsache vereinbaren konnte, dass sie jeden Augenblick aus der Rolle fallen und wahnsinnig werden konnten. An die Männer dagegen hatte Don Juan keine besonderen Erinnerungen. Er fand nichts weiter Bemerkenswertes an ihnen. Sie schienen hinter der erschreckend machtvollen Entschlossenheit der Frauen und hinter der überwältigenden Persönlichkeit seines Wohltäters völlig zurückzutreten. Was Don Juans eigenes Erwachen betraf, so sagte er, dass er, als er in die Welt seines Wohltäters gestoßen wurde, erkennen musste, wie leicht und bequem es für ihn gewesen war, ohne Selbstbeherrschung durchs Leben zu gehen. Er begriff, dass es sein Irrtum gewesen war, zu glauben, seine Ziele wären die einzig lohnenden, die ein Mann haben konnte. Sein Leben lang war er ein armer Hund gewesen und daher war es sein beherrschender Ehrgeiz, materiellen Besitz zu haben, jemand zu sein. Sein Wunsch, vorwärts zu kommen und seine Verzweiflung darüber, keinen Erfolg zu haben, beschäftigten ihn so sehr, dass er keine Zeit fand, nach etwas anderem zu suchen. Mit Freuden hatte er sich seinem Wohltäter angeschlossen, weil er erkannte, dass ihm damit die Chance geboten wurde, etwas aus sich zu machen. Wenn schon nichts anderes, so meinte er, so könne er lernen, ein Zauberer zu sein. Er begriff aber, dass der Eintritt in die Welt seines Wohltäters für ihn ähnliche Folgen hatte, wie einst die spanische Conquista für die Kultur der Indianer. Er zerstörte für ihn alles, aber er zwang ihn auch zu einer erschütternden Selbstprüfung. Diese Vorbereitung auf die Begegnungen mit Don Juans Kriegertrupp
löste bei mir seltsamerweise nicht Ehrfurcht oder Angst aus, sondern eine kleinmütige intellektuelle Beschäftigung mit zwei Problemen. Das erste war die Behauptung, dass es auf der Welt nur 4 Typen von Männern und 4 Typen von Frauen geben sollte. Ich hielt Don Juan entgegen, dass der Spielraum individueller Unterschiede bei den Menschen zu weit für ein so einfaches Schema sei. Er widersprach mir. Er sagte, dass die Regel endgültig sei und dass sie keine unendliche Zahl von Menschentypen zulasse. Das zweite Problem war der kulturelle Kodex von Don Juans Wissen. Darüber wusste er selbst nichts. Er hielt es für das Produkt einer Art pan-indianischen Kultur. Was den Ursprung dieses Wissens betraf, so vermutete er, dass einst in der indianischen Welt vor der Conquista die Beschäftigung mit der zweiten Aufmerksamkeit aus der Übung gekommen sei. Über 1000 Jahre lang hatte sie sich ohne Einschränkung entwickelt, bis zu einem Punkt, da sie ihre Kraft verlor. Die Praktiker jener Zeit empfanden möglicherweise nicht die Notwendigkeit irgendwelcher Kontrollen, und so wurde die zweite Aufmerksamkeit nicht stärker, sondern aufgrund zunehmender Kompliziertheit schwächer. Dann kamen die spanischen Invasoren und zerstörten mithilfe ihrer überlegenen Technik die Welt der Indianer. Don Juan sagte, sein Wohltäter sei davon überzeugt gewesen, dass damals nur eine Handvoll dieser Krieger überlebten und in der Lage waren, ihr Wissen erneut zu sammeln und ihren Weg neu zu bestimmen. Was Don Juan und sein Wohltäter über die zweite Aufmerksamkeit wussten, war nun diese rekonstruierte Version, eine neue Version, die ihre eingebauten Einschränkungen hatte, weil sie unter den härtesten Bedingungen der Unterdrückung entstanden war.